Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land. Wir sind in Welt 5 im letzten Part angekommen, haben im letzten Part noch so ein schönes Bergwüstenlevel gemacht und jetzt geht es mit Welt 5 2 weiter. Das scheint ein Underground Level zu sein. Okay. Okay, das ist schon mal hier sehr interessant. Die Ansicht von oben erkennt man jetzt auch nicht so. Ist hier ein versteckter Block zufällig? Ja, mit einer Feuerblume. Genau, wir haben auch das neue Item, den Hammerbruder. Aber allerdings braucht man hier vielleicht die Feuerblume oder so. Ich nehme sie einfach mal mit. So. Ja, Feuerblume sieht hier nicht verkehrt aus. Man kann hier die Gegner schön besiegen. Und ich finde diese Räume hier sehr interessant. Weil diese Draufsicht, das hatten wir bisher noch nicht so. So, hier natürlich auch ganz schnell rüber. Und dann geht es hier weiter. Okay. Ah, hier kann sein, dass da oben was ist. Dass es da noch weitergeht. Oder? Ach so, hier ist der normale Weg. Dann hier rechts vielleicht? Wir haben noch keine Starcoin. Auch nicht? Ah, wartet mal kurz. Hier sind vier Fackeln, die nicht leuchten. Und stimmt, das Gitter habe ich hier gar nicht gesehen. Und war das gerade... War das gerade ein Zelda-Sound? Klang fast so. Wenn ja, mega geil. Und lol, wir haben eine Starcoin ausgelassen. Okay, das heißt nochmal, wir haben ja ein bisschen Zeit bekommen. Nochmal schnell zurückgehen. Oh, das war knapp. Oder wartet mal kurz. Ah! Okay, gut. Wir haben ja hier noch nicht alles erkundet gehabt. Also, alles im grünen Rahmen. Wollte ich schon sagen, da war doch nichts. Das hätte ich nicht übersehen können. So, oh lol. Heftiger Sprung nach unten. Boah, im 3D muss das bestimmt richtig geil aussehen. So, natürlich darf ich jetzt hier nicht runterfallen. Das könnte mein Tod werden. In Super Mario Bros. War es ja auch wirklich so, dass es auch wirklich dann der Tod wird. Also hier wahrscheinlich auch. Ich glaube mal, dieses Thema hatten wir schon mal ein bisschen philosophiert. Und dann geht's hier zur dritten Starcoin-Fahrzeichen. Wow. Wow. Muss man ein paar Mal drüber springen, aber... leichter getan als gesorgt. Oh, na toll. Sage ich und lass mich treffen. Okay. Gut. Allerdings, was ist denn jetzt hier hinten noch? Hier muss ja auch noch was sein. Wow, Feuer, Feuer, Feuer. Und, na toll. Bevor ich jetzt hier sterbe, nehme ich lieber mal meinen Bumerang. Gehe hier mal durch. Jetzt warten. Interessant, der Bumerang da drin, der... der verbrennt in der Lava. Ist ja auch logisch. Also, sollte schon so sein. So, was ist hier? Okay, der normale Weg. Es gab doch noch einen anderen Weg. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Wir kommen nicht an die Fahnenstange ran. Können wir mal, da brauchen wir Tanuki Mario. Oder sehr, sehr viel Anlauf. Also es gibt auch hier so einen Weitsprung, genau. Boah, den jetzt so richtig auf der Tastatur zu timen. An sich kriege ich das so hin. Nein, trotzdem nicht geklappt. Das heißt, das muss ich nachholen. Na toll. Das heißt, am Ende des Parts gibt es einen kleinen Schnitt, wo ich das dann reinschneide. Na, klasse. Und dabei war es so noch ein Weitsprung. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Vielleicht haben wir ein Stückchen zu lange gewartet, dass der Stein schon ein bisschen nach unten gleitet ist. Weiß ich nicht. So, ein Level. Ein Secret Level, so wie sehen. Wo wir 40 Starcoins für brauchen. Nehmen wir. Und gehen wir mal rein. Natürlich. Ein Level zum Runterfallen. Wie ich sowas liebe. Na gut, wenn wir hier eine Starcoin auslassen oder so. Ich schneide sowieso am Ende. Aber es macht auch Spaß zu schneiden. Es ist zwar zeitaufwendig, was bei mir halt das größte Problem ist. Dieser Zeitaufwand. Aber wenn ich einmal schneide, dann ist mir egal, ob ich fünfmal schneiden muss oder zweimal oder einmal. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl.
Aber machen wir mal weiter. Oh, das war ja zum Glück. Ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl, dass wir jetzt schon was ausgelassen haben. Oh, hier gibt es noch einen Bumerang. Nehmen wir mit als Reserve. Wow! Nein! Und dann sowas! Was war das zuerst für eine Rettungsaktion? Da hatte ich so gedacht. Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt down. Und dann habe ich es überlebt und dann laufe ich ganz einfach runter. Das war ja mehr als Fail. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwas ausgelassen habe, aber hier ist so nichts. Selbst da bei dem Block da nicht. Egal. Kurz Reserve-Bungalow, Bungalow, natürlich Bungalow. Bumerang holen. Dann geht's wieder los. Wo ich so ein bisschen überfordert war, war ganz einfach die Sache. Ich habe nicht damit gerechnet, dass beide Plattformen gleichzeitig losgehen. Ich dachte, ich muss erstmal die eine und dann ganz schnell die andere noch aktivieren. Daher war ich da so ein bisschen überfordert am Anfang. Toll. Aber immer noch keine Star-Coin. Das bereitet mir große Sorgen vor. So. Bereitet mir wirklich große Sorgen. Jetzt sehe ich ja schon die Ziffer. Das ist nicht normal. Geh nochmal kurz hier hin. Hey, da oben scheint auch nichts zu sein. Da oben ist nichts. Oder kommen hier die Star Coins erst sehr, sehr spät? Das kann natürlich auch sein. Da habe ich eine Star Coin. Das ist die erste? Okay, wir haben doch nichts verpasst. Wir haben doch nichts verpasst. Wow. So, gut timen. Ja, perfekt. Besser kann es gar nicht laufen. Eine Feuerblume, okay, warum nicht? Vielleicht brauche ich die noch irgendwo. Das sieht nach so einem Regenbogenblock aus. Ja, doch. Okay, das heißt, hier wird es die zweite Starcoin geben. Wieder so ein Sternsonnenlevel, okay. Ich habe jetzt eher so ein 3D-Level erwartet, was wir ja schon öfters hatten, wo ich auch einmal gefailt habe. Es ist auch derselbe Aufbau wie im letzten Part. Lol. Hätte jetzt kein Wunder, weil ich den ersten mit einer Starcoin, mit der Feuerblume schon besiegt habe. Das Starcoin natürlich. Dann geht's weiter. So, hier wird es wahrscheinlich die dritte Starcoin geben. Gut aufpassen. Sehr gut aufpassen. Da ist sie. Habe Angst, dass ich einfach zu schnell bin. Ah, ne, passt schon. Das passt. Sehr schön. So, jetzt haben wir dasselbe Problem wie im letzten Level. Die Star können sie erreichen. Die Zielflagge. Och, was habe ich denn heute mit meinem Versprechen? Aber hier hat es geklappt. Mit einem schönen Weitsprung. Sehr schön. Das heißt, bisher brauchen wir nur ein Level nachholen. An sich, das ist ja auch meine persönliche Vorgabe, auch die Zielflaggen alle zu holen. Das zählt ja zu den 100%, denke ich mal, mit. Obwohl laut Karte der hier jetzt auch einen Stern hat auf dem Touchscreen. Okay. Aber es fehlt halt die goldene Flagge. Na gut, gehen wir weiter zum nächsten Level. Maulwürfe, ui, das könnte sehr interessant werden. Das wird sehr interessant. So, mehr 2D, wie es aussieht. Und die kommen hier aus den Löchern. Wenn ich hier Stampfattacke mache, bestimmt gleich tot, aber ja gut, dazu komme ich nicht mal. Hier ist ein kleiner Secret, okay. Hier auch. Ein One-Up, okay. Keine Star-Coin. Wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Aber trotzdem auf solche Secrets weiterhin gut achten. Okay, was ist hier drüben? Gut, da geht es auch normal lang. Okay, dann gehen wir mal den oberen Weg. Hier oben gibt es nur eine Münze. Ja, gut. Gehen wir mal nach ganz unten. Hier gibt es Geld. Und hier. Nur eine Abkürzung. Ah, so bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Ja, nice.
Boah, mehrere Wege hier. Ey! Ich wollte eigentlich auf den draufspringen, ich wusste nicht, dass da ein versteckter Block ist. Gibt's hier wenigstens ein neues Item? Als Entschädigung? Natürlich nicht. Aber wenigstens ein Starcoin. Immerhin hat sich der Treffer auch gelohnt. Aber es war trotzdem unfair. Dann gehen wir hier oben lang. Ah, natürlich. Das ist die nächste Starcoin. Ich nehme mal meine Bumerang, damit ich jetzt hier ja nicht sterbe. Darauf habe ich mich gar keine Lust. Okay, selbst mit dem Bumerang brauchen wir ein paar mehr Schläge. Wie kommen wir an die Starcoin dort oben ran? Ja, ein Pilz als Reserve. Ich gehe da noch nicht zur Zielflagge. Ich muss noch schauen, wie man... Es geht eigentlich nur hier rüber. Gibt es hier versteckte Blöcke? Nee. Hier kann man das an. Ich habe keine Feuerblume mehr. Das war gerade fail. Ach man. Glaube ich, das hat was mit der. Mit dort rechts, mit der Feuerblume hier was zu tun, dass ich das da anzünde. Ach man. Das muss ich nachholen. Ach man, dass ich jetzt ausgerechnet die Feuerblume nicht mehr habe. Und warum kriegt man dann nur ein Und zumal die Feuerblume zu verlieren, das war ja mehr als Betrug. Selbst hier kriegt man keine. Weg mit euch, Viechern. So, letztes Mal, als wir solche Pappdinger hatten, ist dann eine rausgekommen. Diesmal nicht. Aber wir haben ja hier eine. Dass wir wenigstens die dritte Starcoin noch holen. Hier gibt es anscheinend nur Zeit. Okay. Oder ist hier noch irgendwo eine Starcoin versteckt? Wahrscheinlich nicht. Mal schön hier alles zerstören. Selbst hier gibt es nichts. Hier ist eine Feuerblume. Ja, nice. Machen wir mal Folgendes. So. Wir wissen, dass es hier jetzt keine Starcoin gibt. Ich habe jetzt einen Plan, damit ich das nicht nachholen muss. Es war schön mit dir, Bumerang. Aber ich gehe jetzt in Suizid. Aber nur im Spiel, natürlich. Tschüss. War mit Absicht. Weil dann habe ich jetzt die Feuerblume und kann das direkt aktivieren. So. Ich hoffe, mein Plan geht auf, nicht, dass das jetzt für irgendwelche scheiß Münzen ist. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Gibt es hier einen Doppelsprung? Wie soll ich denn da rankommen? Oh nein, sag mir bitte. Nein! Nicht euer Ernst! Ich gehe dafür extra sterben! Wenn ich meine Feuerblume habe und dann das. Och nein! Das ist ja Fail des Jahres! Ah, ich möchte wenigstens ein Backup-Item haben. Komm raus! Dann gehe ich kurz hier rein, hol mein Backup-Item und dann gehe ich hier auch gleich wieder raus. Oh, es ist ja Mail, natürlich mehr als Fail des Jahres. Mehr und Fail. Für mich, na toll. Nur zu Mail. So, da ist wieder eine Starcoin. Ja, ich lasse mich jetzt einfach von allem treffen, natürlich. Ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Gefühlt. Jetzt reicht es aber. Ich komme hier wenigstens besser durch. So, jetzt mal ein bisschen taktisch hier vorgehen. Ist doch gar nicht so schwer. Was habe ich denn hier? Ah ja, doch. Muss ich hin. Dritte Starcoin. Jetzt geht mir auch so ein bisschen die Zeit aus. Vielleicht hätte ich doch mal ein bisschen mehr auf Zeit achten sollen. Wie soll ich denn jetzt aus diesem Café rauskommen? Natürlich mit einem Mannsprung.
So, drei. Nee, fünf Röhren. Natürlich. Sehe ich hobbylos aus? Okay, da kommt man da schon mal raus. Okay. Jetzt darf ich bloß nicht sterben. Nein, ich wollte den noch nicht umbringen. Ich will da hoch. Komm, mach einen scheiß Seitwärtssprung. Ich komme da trotzdem nicht hoch. Selbe Problem wie vorhin. Mit bisschen Anlauf? Nee. Auch das muss ich nachholen. Ach man. Oh Leute, was ist das? Nein, krieg ich auch nicht hin. Krieg ich auch nicht hin. Mann. Schon das zweite, was wir nachholen müssen. An Fahnenstange. Sonst hatte ich da nie Probleme. Mir fehlt der Tanuki Mario eindeutig. Mit dem fühle ich mich bei den meisten Gegnern doch noch ein bisschen sicher. Haben wir eigentlich jetzt ein Item im Inventar? Ich glaube nämlich nein. Genau, dann können wir direkt hier weitergehen. Dann kommt das letzte normale Level und dann kommen wir schon zur Festung. Das schaffen wir in diesem Part hoffentlich noch. Ja doch, wenn keine großen Fails jetzt kommen, schaffen wir das in diesem Part noch. Was kriegen wir? Bitte ein Tanuki Mario. Nee, Bumerang. Ja, ich werde dann die zwei Zielflaggen wahrscheinlich mit Tanuki Mario holen. Dann gehe ich auf Nummer sicher, weil ich habe keinen Bock dann noch so lange herumzumachen hier. Let's go. Riesengumbas. Aha, so ist das also. Und Hubschrauber. Na, nice. Ey, ich bin... Was ist das für eine Scheiße hier? So, komm hier rauf. Wunderbar. Ist doch super hier. Ich denke mal, das wird wieder ein einfaches Level. Sieht auf jeden Fall nicht so schwer jetzt hier aus. Was gibt's hier? Okay, nochmal ein paar Blöcke. Okay, einerseits das und andererseits eine Münze. Wir müssen hier natürlich wieder ordentlich auf Schatten achten. Den der Starcoin. Yay! Wobobo. Das war schön. Ja, auch normale Blöcke. Ja, Hubschrauber, da, falls man den verliert. Normale Blöcke meine ich. Meine ich schon nicht. Items meine ich. Ob's ja Items gibt. Okay. Da gibt's einen Starcoin. Der erste. Wunderbar. Dann wird hier jetzt ein bisschen mit der Perspektive gespielt. Das kriegen wir alles wunderbar hin. Doch, wo geht's jetzt hier weiter? Ach, hier oben. Okay. War eigentlich relativ knapp. Man hat leider nichts gesehen. Das war das große Problem, fand ich. Man einfach nichts gesehen hat. So, hier gibt's bestimmt wieder einen Toad. Oder? Ja, doch. Okay, was macht er? Er springt einfach so in den Tod? Hä? Ah ne, da unten ist eine Insel. Und das Ziel, lol. Aber das muss irgendwie ein Ziel haben, das halt da ist, aber... Hä? Ich bin dezent verwirrt. Ich bin dezent verwirrt. Gehen wir einfach ganz normal weiter und suchen ganz normal nach Starcoins. Da ist zum Beispiel einer. Okay, da müssen wir von hier rüber. Das war fast so, wie es gewollt war. So, perfekt. Geht's hier rechts noch weiter? Nein. Ein paar Münzen gibt es hier. Okay. Wo geht's? Und hier hoch. Wunderbar, Starcoin Nummer 2. Jetzt suche ich nur noch die letzte Star. Oh, ich weiß, was das zu tun. Ui, 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 ui. Tanuki. Oh, ich will den nächsten Part keinen holen. Genau, damit hat das nämlich was zu tun. Sehr schön.
Ja, es ist so sehr, dass man hier wenigstens einen Tanuki Mario bekommt. Aber nur Zeit? Das kann nicht sein. Na, Münzen. Ja, gut. Nein, das ist... Nein! Ups. Ich dachte, da geht man gerade runter. Ich wusste nicht, dass man, dass das noch so ein bisschen nach hinten abweicht. Na toll. Zweites Token haben wir jetzt noch nicht. Der Tod ist jetzt auch nicht unten. Ich werde das nochmal kurz aktivieren. Da ist ja die Token. Die müssen wir gleich holen. So. Aber das war jetzt nicht die dritte Starcoin. Das verwundert mich so ein bisschen. Wo ist die dritte Starcoin? Und das hat garantiert nicht mit dem Tod zu tun, weil man muss ja dann später eigentlich auch noch zur Zielflagge kommen. Na gut, dann erstmal so, wenn man Propeller Mario hat. Aber was mache ich denn hier? Dann ist das halt auch kein Problem. Nein, 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 nein. So, wunderbar. Gib ja den Propeller. Den Tanuki, nee. Der hat den nicht. Der hat den. Wunderbar. Und dann auf nochmal nach oben. Vielleicht deswegen kriegt man hier den Tanuki Mario, weil das eh nichts mit einem Starcoin zu tun hat. Aber wir konnten das hier noch weiter nach oben machen. Vielleicht. Nee. War's dann auch schon. Okay. Ja gut, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es halt nicht so gerade ist. So, da ist nochmal ein Piece. Und da ist die dritte Starcoin. Okay, der Tod hat eindeutig nichts mit der letzten Starcoin zu tun. Die Musik ist aus, weil da Noten sind, aber... Tut mir leid, aber um die Noten muss, kann ich mich jetzt nicht kümmern. Nein, 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 nein. Ach. Planänderung, wir machen es einfach so. So, dann auf zum Ziel schweben. Obwohl, bis zum Ziel werden wir es nicht schaffen. Ich lande dann nochmal auf diesem Block. Ein Pilz hat der? Ernsthaft? Na ja, gut, egal. Und Leute, der Part ist schon vorbei. Okay, dann hattet ihr heute auch mal ausnahmsweise ein anderes Thumbnail, was ein bisschen anders aussieht, weil ich nicht diese tollen Bilder von Bowser da nehmen kann. Da wir in diesem Part kein Bild davon hatten. Was ging jetzt doch. Das hat jetzt doch länger gedauert als gedacht. Na gut, weil ich einmal gestorben bin. Dann sehen wir uns im nächsten Part bei Schloss wieder. Obwohl, noch mache ich keine Abmoderation, weil ich muss noch kurz die Zielflagge holen. Hier haben wir ja, genau. Hier haben wir nicht. Hier haben wir und hier haben wir nicht. Zwei Zielflaggen. Bis gleich. Ah, in dieser Box hier waren wir vorhin gar nicht. Glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Die habe ich ausgelassen, weil ich dachte, ich hole erstmal ein Secret und dann ging es da weiter. Okay. So, da bin ich jetzt. Tanuki nehmen. Ich habe den extra in die Box hier getan, damit auch ja nichts schief geht. Und lieber da. Wunderbar. Dann auf zur nächsten Zielflagge. So, dieses Mal darf ich das hier nicht verhauen. Ich setze mal lieber den Tanuki Mario an. Und selbst so funktioniert das hier schon. Wunderbar. Auf geht's. Die Flagge ist unser. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Super Mario 3D Land. Bis dahin und bye bye.